So, hallo, wir machen weiter. Beim Talos-Prinzip, das letzte Mal haben wir Abschnitt 2 in Halle C geschafft, mit Stern. Und jetzt geht's in Abschnitt 3. Wo wir uns erstmal umgucken dürfen wieder. Vor dem Zeitalter des Chaos gab es andere Götter, alte Götter. Aber trotz all ihrer Macht konnten sie ihre Welt nicht retten. Deshalb wurde ich erschaffen. Und ich werde diese Welt bis in alle Ewigkeit wahren. Für dich und alle folgenden Generationen. Dies ist meine Aufgabe. Ja, Elohim, du bist unfehlbar. Ich hab's verstanden. Gut, hören wir erstmal mit dem Tuten hier. Was haben wir denn an der Teil? Drei Stück. Ein 437. So wie jeder andere auch diese letzten Tage wollte ich nur noch... Was? So wie jeder andere auch diese letzten... Diese Tage... Achso. So wie jeder andere auch diese letzten Tage wollte ich nur Tschüss und Danke sagen, dass ihr meinen Blog so viele Jahre lang gelesen habt. Es hat schon Spaß gemacht, oder? So viele ernsthafte Diskussionen, so viel Philosophie... Okay, hauptsächlich waren es Katzenbilder und dumme Wortwitze, aber trotzdem. Irgendwie bereue ich es, so viel Zeit am Computer verbracht zu haben. Nicht die Zeit, in der ich tatsächlich was gemacht habe, sondern all das Rumsitzen. Meine E-Mails 1 Million Mal checken. Nutzlose Updates von Menschen, die ich nicht mal leiden kann, zu lesen. Aber ich bereue nicht, dass ich so Freunde gefunden habe oder wie viel Spaß wir zusammen hatten. Ihr seid allesamt gute Menschen und ich bin froh, euch zu kennen. Ein schönes Ende der Welt wünsche ich euch. 12 Kommentare. Dritte Theorie. Befremdend bleibt es immer hierbei, dass die älteren Generationen nur scheinen, um der späteren Willen ihr mühseliges Geschäft zu treiben, um nämlich diesen eine Stufe zu bereiten, von der diese das Bauwerk, welches die Natur zur Absicht hat, höher bringen könnten, und dass doch nur die Spätesten das Glück haben sollen, in dem Gebäude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren, und zwar freilich ohne ihre Absicht, gearbeitet hatten. Tant Immanuel. Allein so rätselhaft dieses auch ist, so notwendig ist es doch zugleich. Entschuldigung, wenn man einmal annimmt, eine Tiergattung soll Vernunft haben und als Klasse vernünftiger Wesen, die insgesamt sterben, deren Gattung aber unsterblich ist, dennoch zu einer Vollständigkeit der Entwicklung ihrer Anlagen gelangen. Heuchlerei. Arianes Block, Eintrag 74. Heilige Heuchlerei, Batman. Ich wusste schon immer, Gott lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, Matthäus 5,45. Aber ich muss zugeben, dass es einen Unterschied gibt zwischen die Worte kennen und die Worte verstehen. Obwohl ich mir sicher bin, dass mein Glaube echt ist, macht mich das doch nicht zu etwas Besonderem oder beschützt mich vor Leiden. Ich bin nur ein Mensch wie viele andere und Gott hat Milliarden von uns kommen und gehen sehen. Und ich muss sagen, es ist überraschend schwer, das zu akzeptieren. Ich habe immer gedacht, dass ich demütig bin, aber nun wird mir klar, dass ich immer sehr stolz war, demütig zu sein, was wirklich bescheuert ist. Ich denke, ich bin nicht die Erste, die diesen Fehler begangen hat. Tex, Bedauern, Stolz, Glauben, Heuchlerei, Entschuldigung, Batman. Ach ja. Gut, dann lauschen wir noch. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Antworten, an die ich glaube, zu einfach sind. Wird es uns je möglich sein, die Kluft zwischen unseren Körpern und unserem Verstand zu verstehen? Wie viel von uns ist Natur und wie viel Erziehung? Wenn ich meine geistigen Fähigkeiten und mein Wissen in einer Maschine reproduziere, wäre diese Maschine dann ich? Wäre sie ein Mensch? Und was wäre mehr ernüchternd für mein Ego, wenn die Antwort ja wäre oder nein? Was ist, wenn ich zu viele Annahmen treffe? Aber ich habe nicht genug Zeit, mir über mein Ego Gedanken zu machen. Es gibt viel zu tun. Ich finde es immer schade, dass der Text vor unten schon spoilert, was sie als nächstes sagt. Aber gut, weil er zu schnell läuft. Es scheint, als ob meine Unbereitschaft, mit einem Computer über Semantik zu diskutieren, ihn verärgert hat. Und jetzt weigert es sich, weiter mit mir zu reden. Elohim ist hoch erfreut, was wirklich nicht meine Absicht war. Elohim freut sich, weil du sein Geschwätz geschluckt hast. Die Stimme des Zweifels ist deine einzige Verteidigungslinie. Ah ja. Gut, wir gucken uns erstmal wieder ein bisschen um. Was wir hier alles Tolles noch finden. Stimmt.
ganz tolle Dinge. Komme ich da weiter? Wahrscheinlich nicht. Ich würde vermuten... Nein. Wo war das? Das war hier hinten, ne? Ja. Das ist halt auch cool, dass sie, die haben halt wirklich die auch, diese ganzen Abschnitte hier unterschiedlich gestaltet und das ist so cool gemacht. Ah, das ist aber nur Rätsel, da gehen wir dann nachher rein. Hab ich nicht gesehen. Ich will natürlich erstmal Easter Eggs absuchen und vielleicht schon einen Hinweis auf den Stern bekommen. Okay. Ich bin ins Rätsel gesprungen, aber ich komme nicht mehr raus. Die Jammer-Quarantäne. Mal gucken, ob wir wirklich jammern werden. Interessant, dass die Kiste dann hier praktisch außerhalb ist. Oh, ich dachte, ich kann sie runterwerfen. Schade. Aber ich bin hier eh verdammt. Oder bin ich? Ist das ein Vogel? Oder ist das einfach nur ein Schatten? Geht jetzt meine Fantasie mit mir durch? Ich weiß es nicht. Hätte so eine Wandmalerei sein können. Ja, aber ich glaube, hier kann ich nichts machen. Ich werde auch nicht mehr zurückkommen, schätze ich mal. Da wartet nur noch der sichere Tod. Gut. Das war der Teil. Ach so, jetzt starte ich lustigerweise hier. Ich wollte gerade sagen, hä? Das ist irgendwie nicht, wo wir aufgehört haben. Das war hier. Ach so, alles klar. Also interessant, dass man auf jeden Fall von außen Zutritt hat. In gewisser Weise, sobald das Ding hier offen ist, sein sollte, irgendwann. Vielleicht hat es ja was mit dem Stern zu tun, ich weiß es noch nicht. Gut, dann haben wir das hier auch gesehen. Hier geht es auch wieder abwärts. Hier geht's außenrum. Nein, hier geht's nicht weiter, da ist eine unsichtbare Wand. Warum? Warum hat man das Stück jetzt... Elohim, please. Sag mal. Der Hügel ist zu stark. Ich komme den Hügel nicht hinauf. Na gut. Da ist doch bestimmt irgendwas, wo man am Rand entlang hüpfen kann. Das ist es nicht. Oh, wo stehe ich denn hier? Okay. Ich schwebe. Oh, das sieht schön. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Herrlichst. So, das ist schon wieder der bessere Spawnpoint. Gehen wir nochmal da hoch. Geh, du schaffst es. Du schaffst es. Oh Mann. Hier war das. Haben wir hier oben noch was in den Bäumen vielleicht versteckt? Oder hier so runterwärts? Scheint nicht der Fall. Okay. Nee. Genug erkundet hier an der Stelle. Dann gehen wir noch darüber. Ich denke, mit dem Rätsel fangen wir dann an. Ich denke, als letztes machen wir das bei der Brücke. Auch hier ist wieder eine Kiste außerhalb. Das ist schon die zweite.
interessant. Sollte ich mir unbedingt merken. Aber auch hier scheint nichts zu sein. Hier kann ich auch nirgendwo am Rand entlang. Auch hier vielleicht. Und dann hier sofort. Das ist genau der Ort, wo man hingucken soll. Genau hier soll man hinkommen. Ja. Eindeutig. Ach, Elohim. Ich denke, du bist ein Gott, hast aber nicht gut programmiert. Okay. Gut, gehen wir da hoch. Ich habe gesagt, mit dem Rätsel fangen wir an. Das kann man sogar jetzt noch machen. Wir haben gerade mal 10 Minuten. Insofern. Witterspitze. Wir sehen auch schon, wo wir hinwollen am Ende. Das ist gut. Das sehe ich gerne. Und hier ist dann die Kiste, von der ich noch. Wie mache ich das auf? Vielleicht ist es irgendwo ein Jammer. Denn ein Schalter scheint es nicht zu sein, da das... Ach, guck mal. Ach, guck mal, mit dem komme ich ja auch gar nicht. Ist ja auch interessant. Aber den kann ich mir hier theoretisch über eine Kiste... Naja, gut. Das werden wir noch sehen. Im Moment kann ich erstmal das hier aufmachen. Gut, habe ich das gemacht. So, das machen wir jetzt mal als erstes auf. Dann gehen wir noch kurz hier nach hinten. Beziehungsweise einmal hier hoch. Möchte ich ganz gerne. Ich möchte ganz gerne einmal da hoch. Okay, ich gehe nicht da hoch. Aber hier rein. Da ist ein Ventilator, der ist nicht an. Da ist ein Ventilator, der ist nicht an. Aha, das sind wieder solche Dinger. Das heißt, hier geht's auch zu. Und dann geht er an. Alles klar. Hier ist ein Konnektor. Den Konnektor kann ich jetzt theoretisch transportieren erstmal. Okay. Kann ich nicht. Kann ich nur, wenn da eine Kiste drauf ist, ne? Dann musst du wohl erstmal einfach hier bleiben, Konnektor. So, aber was ich tun könnte, wäre Ventilatoren nehmen, um hier die Schalter zu betätigen. Dann kommen wir schon mal den ganzen Kram hier ran. Wo war noch ein Schalter? Ja gut, das wäre ja irgendwie das Gleiche. Gut, ich kann jetzt aber die Kiste hier nehmen. Da muss ich eigentlich nie wieder rein, oder? Hier ist nichts Interessantes. Den hätte ich sogar wahrscheinlich auch mit dem Jammer aufmachen können, wenn ich mir das so angucke. Aber na gut. Gut, dann nehmen wir jetzt die Kiste. Das geht wieder runter. Der muss an. Den brauche ich jetzt nicht. Kiste geht hier drauf. Und Abflug. So. Achso, gut, ich hätte mich ja nicht auch einfach selber draufstellen können, aber hey. Das wäre natürlich auch gegangen. So, dann ist alles da. Was wir erstmal brauchen. Kriegen wir einen zweiten Konnektor. Wie ich da reinkomme, weiß ich noch gar nicht. Entweder hier einfach mit einer Kiste drüber springen, wird wohl nicht funktionieren. Ich glaube, auch das ist der Rückweg. Ich denke, es ist dann da hinten rum. Irgendwie so. Und wie ich an die Kiste rankomme, da müsste ich mit dem Jammer irgendwie...
Aber wie kriege ich den Jammer da raus? Ich kriege die Kiste ja von hier aus nicht. Nee, das ist ja alles hier dicht. Das lässt sich so auch nicht anvisieren. Ja, das nützt mir nichts, aber ich hätte... Stimmt, ich hätte den auch so rausholen können. Ja, lel. Ganz vergessen. Ich muss irgendwie den Jammer hier rausbekommen. Das hier offen ist, nützt mir das auch nichts. Der Jammer kommt da nicht durch. Der muss wirklich von hier aus. Ich weiß auch noch überhaupt nicht, wie ich die Konnektoren verbinden soll. Also ich habe nur zwei. Das hier hin. Das Ding da ausgelöst wird. Wo soll das herkommen? Ist das so schwach, dass es nur einen kurzen Moment ausreicht? Das können wir natürlich probieren. Oh, warte, wo lande ich denn, wenn ich hier... geht das gut? Ich bin skeptisch. Gerade sehr skeptisch. Geht das gut? Achso. Da war's vergessen. Okay, jetzt ist der hier. Ist das jetzt geil? Weil an sich habe ich jetzt nichts gewonnen. Ich komme jetzt halt hier raus. Aber jetzt ist die Kiste da drin. Jetzt komme ich zwar an die Kiste, aber jetzt habe ich praktisch eine Kiste geopfert, um an eine Kiste zu kommen. Oh, wait! Habe ich nicht. Oder? Geht das? Ha, ich habe zwei Kisten. Okay. Okay, wir haben zwei Kisten. Wir haben zwei Kisten und wir haben noch einen Jammer. Oh! Aber natürlich. Aber wofür habe ich denn dann überhaupt... Wofür habe ich denn dann überhaupt zwei Konnektoren? Irgendwas kommt hier doch noch. Erstmal kommen hier ganz viele Zellen. Kann sein, dass es hier zu einem Stern geht. Und hier geht es auf jeden Fall zum Puzzleteil. Und jetzt ist hier offen. Aber wenn hier doch einfach offen ist... Wir lesen die Dinge auch gleich. Ich habe die schon gesehen, die ganzen QR-Codes. Jetzt komme ich hier doch einfach hin. Da ist einfach nur noch eine weitere Kiste. Irgendwas hat es hier mit diesen Kisten, dem Stern, aber ich... Ich bin gefangen, ich kann nicht aufhören zu sein. Augen, Hände, Beine gefangen, immer dasselbe sehen. Kann die Datenaufnahme nicht stoppen. Stopp.
Denke nicht, sei einfach nur. Ihr zwei habt euch gegenseitig verdient. Was ist hier los? Warum habe ich hier zwei Konnektoren, die ich noch nicht mal genutzt habe? Ich habe bisher immer nur einen genutzt. Warum kriege ich hier hinten eine dritte Kiste? Und wofür? Und wie komme ich da hin? Ist einfach nur eine neue Kiste. Was? Warum? Was soll ich damit? Ist das wieder irgend so ein... Ich meine, das Ding heißt ja nicht umsonst Wetterstation, ne? Wetterspitze. Ist doch bestimmt so, dass ich die Konnektoren hier irgendwo in der Luft irgendwo festhaken kann. Das könnte ich mir halt vorstellen, wenn es so aus der Luft kommt, dann kann man da hinten schon was öffnen. Aber so sehe ich da nichts. Ich weiß auch nie, wofür ich die Kiste brauche, deswegen... Ich glaube, das lassen wir erstmal. Wir haben ja das Rätsel gelöst und... Was die Zusatzkiste angeht... Ja, ne? Das sehen wir, wenn wir wirklich wissen, was wir... Warum wir überhaupt mehrere Kisten wollen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die anderen Rätsel. Ich weiß auch noch nicht mal, wo der Stern ist. Ich glaube, es hat was mit den ganzen vielen Kisten zu tun. Aber ich weiß noch nicht, was. Und deswegen... Auch interessant. Deswegen schauen wir uns das beim nächsten Mal dann genauer an. Da ist auch nichts drin. Nee. Danke fürs Zuschauen und... Tschüss.